Du herzlich willkommen zurück. Wir sind schon sehr lange zusammen unterwegs. Was macht das aus uns beiden für dich? Wir sind extrem fähige Kämpfer mit ähnlichen Zielen. Es scheint mir schlicht und einfach nur logisch, dir zu folgen. So, wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Elex 2. Tatsächlich bin ich jetzt, glaube ich, länger dran als beim ersten Teil, obwohl... Na gut, vielleicht habe ich im ersten Teil mit den Fraktionen nicht so rumgehapert. So, von daher... aber ja, letztes Mal war, also bei Elex 1 hatte ich... Wie viel waren es? Genau, 88 Folgen. Das hier ist Folge 89. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch einiges zu tun. Schade, da ist nichts mehr zum Plündern. Ach, verdammt. Sind sie weg? Immerhin lebst du noch. Dieser Drecksack von einem Androiden hat genau gesehen, dass ich von diesen Mistviechern bedrängt wurde. Ja, glaubst du denn, er hätte auch nur einen Finger gerührt? Weggelaufen ist er. Tut mir leid. Ich handelte nur nach bestem Wissen und Gewissen. Halt jetzt bloß deine blöde Fresse. Danke für deine Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal meine Wunden versorgen. Wir sehen uns. Und du Arschloch gehst mir die nächste Zeit besser aus dem Weg, ist das klar? Natürlich. Okay, das ist ja nicht so gut gelaufen. Tja, was soll ich sagen? Reden wir besser nicht mehr davon. Ich danke dir für deine Unterstützung, aber ich glaube, ich muss mir die jüngsten Ereignisse erst einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. Mach das, wir reden später. Danke. Ich... Naja. Okay. Ja gut, andererseits, ich glaube, so langsam können wir auch die ganzen Nebensachen hier mal abarbeiten. Gut, Phase ist halt die Frage, ist es ein 3-Akt, sind das 5 Akte? Was kommt alles noch? Aber bisher können wir echt noch... Ich pack mal das geschrieben, die Audiologs mal aus. So, ja, so viel ist es gerade gar nicht mehr. Oder wir gucken halt bei Nesti mal noch gerade. Nee, komm, ich habe gesagt, wir kümmern uns um Kaya, dann kümmern wir uns jetzt um Kaya, die übrigens im Vor ist, okay. Und nicht mehr bei uns in der Bastion. Vor einigen Jahren waren die Bewohner wesentlich unfreundlicher. Ich erinnere mich daran, dass kaum ein Splitter vor ihnen sicher war. Und du glaubst, das ist jetzt anders? Ja, ich habe den Eindruck, die Wachen nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Ich danke dir. Möge der tapfere Krieger in dir stets obsiegen. Bei der Erde Magalans. Danke. Hey, ich dachte, das Bremsding aktiviert. Scheinbar nicht. Habt ihr eigentlich noch irgendwas Neues gerade? Wohl nicht so. Vielen Dank nochmal, dass du mir mit der Outlaw-Sache geholfen hast. Verdammter Dieb! Da drüben kommt er! Verfolgt ihn! Deswegen habe ich gespeichert. Okay, also da muss ich mir was überlegen, wie ich da rankomme. Anzahl der Barkämpfe. Ja, dann hätten wir jetzt gerade noch einen Strich dazu machen können. Ah, du bist hier beim Weltenherz. Na dann.
Erinnerst du dich eigentlich noch an die Zeit, als alles angefangen hat? Der Meteorit? Nein, du Trottel. Das mit uns meine ich. Ja, ich weiß. Ich war nicht immer ganz fair zu dir, aber... Hm? Naja, in den meisten Fällen hast du ja auch nichts anderes verdient. Ja, ich erinnere mich. Wie konnte das alles nur so weit kommen? Wie konnten wir uns nur so weit voneinander entfernen? Ich schätze, das war nur eine Frage der Zeit. Wer weiß. In jedem Fall hast du dein Talent, den Moment zu zerstören, immer noch nicht verlernt. Wie sieht's aus? Kaum habe ich die Arbeit als Orakel wieder aufgenommen, da geht sie mir schon wieder gehörig auf die Nerven. Ich weiß genau, was du meinst. Es wird Zeit, dass ich mich wieder wichtigeren Dingen widme. Ich habe da so eine Idee. Wir wissen noch viel zu wenig über das dunkle Elex der Skyans. Du bist für mich immer ein Experte für das Elex gewesen. Vielleicht solltest du dir das lila Zeug mal genauer ansehen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und ich weiß auch schon, wo ich anfangen werde. Allerdings brauche ich dabei deine Unterstützung. Natürlich. Wir Berserker machen uns am meisten Sorgen um die Skyaniden. Sie sind im Grunde den Mutanten der Alps nicht ganz unähnlich. Auch sie sind im Elex verfallen und werden durch diese Substanz grundlegend verändert. Doch was ist seine Natur? Wie wirkt es? Was macht es so ansteckend? Hat es ebenfalls eine kollektive Stimme wie das blaue Zeug, das wir schon seit Jahren auf unserem Planeten haben? Hört sich interessant an. Gut, ich würde aber vorher, du gehst wahrscheinlich zur Bastion wieder zurück, nochmal mit Nasty reden und ich denke halt auch mit ihr die Beziehung eingehen. Wenn es nicht klappt, kann ja Kai immer noch als zweite Wahl herhalten. Als Notgroschen sozusagen. Hey, warte mal. Was? Ach so, lass mich raten. Wieder einer von deiner schwarzen Liste. Ja, aber dieses Mal wird es schmutzig. Und ja, es ist tatsächlich mein rechter Leibwächter. Der Kerl heißt Brew und ich hörte, er plündert die alten Ruinen von Ignadon. Ich traue mich gar nicht danach zu fragen, was er verbrochen hat, um auf deiner schwarzen Liste zu landen. Ich Idiot habe ihm während meiner Abwesenheit im Fort die Kontrolle über meine Geschäfte überlassen. Das ist ihm wohl zu Kopf gestiegen. Ihm gefiel es wohl ein bisschen zu sehr, auf meinem Stuhl zu sitzen. Erst fing er noch ganz zaghaft an, meine Autorität zu untergraben. Doch schließlich meldete er ganz dreist und offen Besitzansprüche auf meine Position im Fort an. Er drohte jedem Outlaw mit dem Tod, der mir jemals wieder folgen sollte. Sei mal ehrlich. Was würdest du mit so jemandem anstellen, wenn du ihm nach Jahren irgendwo wieder begegnest, hä? Ich würde ihm die Gedärme herausreißen. Jetzt geht das Ganze schon mal in die richtige Richtung. Hoffentlich haben die Fremden auch noch genug Zunder. Ich will was zu tun kriegen. Ja, genau. Und darum werden wir ihm jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. Doch eins sage ich dir gleich. Er wird sofort wissen, was wir von ihm wollen. Darum sollten wir uns auf einen Kampf vorbereiten. Suchen wir deinen Plünderer, Brew. Ja, es wird Zeit, dass er seine Packung bekommt. Da, hier irgendwo soll er sich herumtreiben. Ich kenne die Gegend. Sie ist nicht ganz ungefährlich. Dann sollten wir wachsam sein. Brew wird sofort angreifen, wenn er jemanden sieht. Die Wahrzeichen der Infinite Skies Corporation aus der alten Welt sollen also dem Feind als Hilfsmittel zur Verbreitung des dunklen Elex dienen.
Besser, wir behalten die Dinger im Auge. Wenn deine schwarze Liste erledigt ist, bist du mir was schuldig. Das ist dir hoffentlich klar. Darüber reden wir, wenn es soweit ist. Pass lieber auf, wo du hinläufst. Ja, ja. Also, geh schon. Wie viele Gleiter besitzen die Alps eigentlich? Warum willst du das wissen? Wer die Luft kontrolliert, kann den Boden leichter in die Knie zwingen. Soll ich dir beibringen, wie man einen steuert? Wozu? Keine Gleiter, keine Lufthoheit. Hätte mir denken können, dass du nichts Produktives im Sinn hast. Okay, warum nicht? Dich erledige ich im Handumdrehen. Na, mal schauen. So, das ist doch schon angenehmer. Du könntest mal mit der Chimäre helfen. Gut. Ja, alles klar. Na gut, dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Moment, da ist noch mehr Loot. Meine Fresse. Brew war ein ganz schön harter Hund. Er hat verbissen gekämpft bis zum Schluss. Hauptsache, er ist erledigt. Ja, das ist er. Dann streiche ich seinen Namen von der Liste. Wie viele Namen stehen denn noch drauf? Nerv mich nicht damit. Wir sind noch lange nicht durch mit der Sache. Bald werde ich die nächste Kandidatin ausfindig gemacht haben. Eine Frau? Ja, ich gebe dir Bescheid, sobald ich sie gefunden habe. Bis dahin mach einfach weiter. Ah, okay, du hast also doch noch ein paar. Hüpf. So, dann haben wir hier wieder einiges zu looten, das ist schön. Ja, ist ein Heiltrank mal wieder zurückgekriegt. Ah, das war das Radio. Okay. Ich hätte auch einfach hier rein können. Gut. Dann mache ich aber, glaube ich, wirklich mit Kayas Quest gerade weiter. Ja, dann kannst du wieder zurück. Dankeschön. Ey, du. Soll das jetzt eigentlich so weiterlaufen? Was genau meinst du? Ach, komm schon. Wir kennen uns jetzt lange genug, oder? Wir sind nicht oft einer Meinung, aber ich habe das Gefühl, bei den meisten Sachen dann eben doch. Oder etwa nicht? Sag mal was dazu, du Penner. Ich schätze, ich bin die meiste Zeit von deinem Hintern abgelenkt. Hm, auch gut. Damit kann ich arbeiten. Alles okay? Yep. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Klar doch. Okay. So, dann gehen wir Kaya noch abholen. Naja. Okay, dann haben wir tatsächlich bei beiden jetzt scheinbar die
die Möglichkeit, eine Beziehung einzugehen, so wie ich das sehe. In Ordnung. Gut, wir brauchen leider noch relativ lange. Bis zum nächsten Level up. Ich würde ja schon gerne die Shotgun nutzen, die ich jetzt gefunden habe. Oh, bist du da oben? Andererseits, warte mal. Lass uns mal gerade hier nochmal kurz abklären. Hast du irgendwas Neues mittlerweile zu erzählen? Denk immer daran, es ist deine Willensstärke, die uns alle retten kann. Also bewahr sie dir und bleib standhaft. Hast du nicht. Gut. Dann gehen wir nochmal zu Kaya. Du hast jetzt ja auch einen Leibwächter weniger. Scheinbar noch keinen Ersatz gefunden. Hey du, ich brauche mal dein Ohr. Natürlich, was gibt es? Ich mache mir Gedanken über meine Zukunft. Mein Volk braucht jemanden wie mich. Ich habe eine große Verantwortung übernommen. Das war doch schon immer so. Meinst du? Und warum fühlt es sich so an, als würde die Bürde meiner Pflichten immer schwerer werden? Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen am Ende immer noch gerecht werde. Die Menschen brauchen Halt. Was, wenn ich das alles nicht mehr schaffen kann? Du bist die mächtigste Magierin der Berserker. Wenn nicht sogar aller Völker. Wer sollte deinen Job besser erledigen, wenn nicht du selbst? Ja, aber das kann ich nicht allein. Es höhlt mich aus, wenn das so weiterläuft. Ich brauche eine bessere Perspektive, als die, dass ich die nächsten Jahrzehnte auf meinem Orakelthron versauere. Ich schätze, ich verstehe, was du meinst. Das ist ja schön. Dann werde mal konkret. Ich brauche noch Zeit, um mir über ein paar Dinge klar zu werden. Ja, tu das. Aber lass dir nicht zu viel Zeit damit. Wo fangen wir mit unserer Suche an? Ich weise eine gewisse Affinität zum Elex und dem Mana auf. Meine Sinne erfassen viele ihrer Eigenschaften und lassen mich mit ihnen regelrecht kommunizieren. Das eine ist ein Derivat des anderen. Damit kenne ich mich bestens aus. Das Lila-Zeug allerdings ist etwas gänzlich anderes. Es hat sowohl replikative als auch infektiöse Eigenschaften. Es wird schwierig werden, es zu isolieren und zu analysieren, ohne sich dabei auch die dunkle Seuche einzuhandeln. Du schaffst das schon, wie immer. Danke für deine Zuversicht, aber trotzdem brauche ich es in seiner reinen Form. Ich brauche es in Aktion. Ich brauche es in seiner Wirkung, in seiner Vollendung, damit ich sehe, wie es wirkt. Und das am besten am lebenden Organismus. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ja, ich brauche junge, frisch gewandelte Exemplare der Skyaniden, um sie mir genauer anzusehen. Die meisten Biester, die wir bisher bekämpft haben, sind mindestens schon mehrere Wochen in ihrem gewandelten Zustand. Ich brauche aber Skyaniden, bei denen die Wandlung vor kurzem geschehen ist. Südlich vom Fort hat einer unserer Spähtrupps vor ein paar Stunden eine junge Herde kleinerer Exemplare der Skyaniden gesehen. Einer der Krieger behauptet, er habe gesehen, wie sich diese aus einer Gruppe Hornwölfe gebildet hätten. Ich würde mir das alsbald ansehen. Wenn du also bereit bist, dann lass uns das angehen. Lass uns diese junge Skyaniden-Frischzucht aufsuchen. Sehr gut. Also, auf geht's. Dort drüben wurden die Biester von unseren Spähern gesehen. Wollen wir hoffen, dass es wirklich nur kleine Exemplare sind? Wir werden es gleich sehen. Naja. Ja, schauen wir mal. Ich
muss mich konzentrieren. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Na, so ohne ist das ja auch nicht. Au, au, au. Stimmt, ich wollte Ausdauer beim nächsten Mal noch skillen. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Ja, eigentlich wäre es ganz gut, wenn du ablenkst und ich dann drauf hau. Vorsicht. Autsch, aber wir haben dich ja gleich. Gut, dann haben wir da hinten noch einen. Aber das sollte dann passen. Ist nicht doch irgendwas Größeres rumgelaufen? Bleib hinter mir. Verdammt. Jung mögen sie ja sein, aber auch gefährlich. Sie sind sicher immer noch ansteckend. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mir ihren Wandlungsort, wo sie die letzten Stunden gehaust haben, genauer ansehe. Also, führe mich so nah wie möglich zum Wandlungsort, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann, okay? So, sehr schön. Am besten, du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne. Mal sehen. Uns haben neue Anweisungen von ganz oben erreicht. Die Barrieren werden den Menschenmassen nicht mehr lange standhalten. Wenn sich die Lage verschlimmert, haben wir die Erlaubnis, unsere Waffen einzusetzen. Okay. Ja, dann mach du mal. Ja, das war genau die richtige Idee. Es ist, wie ich angenommen hatte. Ich kann es spüren. Die Präsenz des aktiven, dunklen Elex ist hier überall. Es hat hier gewütet und hat diese Biester noch vor kurzem gewandelt. Was hast du sonst noch herausgefunden? Die Tiere haben sehr gelitten. Ihre Klageschreie liegen noch immer in der Luft. Sie hatten keine Chance, sich gegen die Wandlung zu wehren. Während die Wandlung selbst sehr schnell voranschritt, scheint der Zeitpunkt der Infektion auch nur wenige Stunden vor der Wandlung gelegen zu haben. Das würde ja bedeuten... Ja. Ist ein Tier dieser Größe erst einmal infiziert, dann ist es nur eine Frage von Stunden, vielleicht Tagen, bis es sich wandelt. Was bedeutet das für einen Menschen? Ich weiß es nicht. Das hier waren nur gewandelte Tiere. Ich habe ja keine menschlichen Referenzen. Naja, außer dir. Aber du bist irgendwie etwas Besonderes. Keine Ahnung, warum genau. Jedenfalls dürfen wir nicht von dir auf andere schließen. Na schön. Was jetzt? Das alles hier bringt uns noch nicht sehr weit. Ich brauche größere Exemplare. Ich werde meine Leute darauf ansetzen, die Skyaniden zu beobachten. Wenn mir wieder eine frische Wandlung gemeldet wird, dann gebe ich dir sofort Bescheid. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Hm, so gefällst du mir schon viel besser. Was, ich? Ach so, ja, ja. Hör bloß auf damit. Lass uns lieber weitermachen. Ich war noch nicht fertig. Am besten, du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne.
Mal sehen, ob ich etwas aufnehme, was ich interpretieren kann. Okay. Gut, wir hätten noch ein bisschen was an Viehzeug da. Aber ich glaube, das könnte ich auch lassen, oder? Eine Sniper-Drohne. Ein Bandit. Okay, vielleicht machen wir doch die Banditen platt. Ach, waren da beim letzten Mal nicht auch Banditen drin? Diese Gebilde kommen mir auf jeden Fall bekannt vor aus dem ersten Teil. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Dich hole ich mir. Okay. Das ist schön. Ich bin der Herr Jax. Oh nein, wir bestehlen Banditen. Dummerweise dauert das halt jetzt noch deutlich länger. Na, vielleicht ist es kein Stimme, wenn wir euch alle umgehauen haben, ne? Hallo. Du wirst mich doch kennenlernen. Okay, du hast ein bisschen mehr aus, merke ich gerade. Oder habt ihr irgendwas? Irgendwelche Dings gemacht, irgendwelche unschönen Geschäfte. Jetzt haben wir's. Auf jeden Fall haben wir euch erledigt. Ja, die waren direkt feindlich gesinnt. So, sonst noch irgendwas Schönes hier? Diese eine Feldassel. Okay, andererseits sollte ich vielleicht wirklich mal hier nochmal kurz reinschauen. Ist hier noch irgendwas Tolles? Donnerrohr. Ah ja, okay. Neue Waffe auf jeden Fall. Noch ein Bild. Gut, dann haben wir das Lager ausgelöscht. Schön. Ah, Scrappys Kiste habe ich scheinbar noch nicht geplündert, wie das hier aussieht. Okay. So, und ich muss ja einfach an Wanddocksorte führen. Okay.
Gut. Aber ich glaube, das dürfte dann für die Folge auch wieder gewesen sein. Ich gehe nochmal zurück zur Bastion. Und mal gucken, ob Nessie da mittlerweile auch wieder redebereiter ist. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.